Gewusst? So kam Lutz an seine Berlin-Tag-Nacht-Rolle. Lutz Schweigel kam über einen kleinen Umweg zu Berlin-Tag-Nacht. Seit 9 Jahren steht der Darsteller nun schon als Joe Miller für die RTL 2D-Li vor der Kamera. Was wäre die Serie ohne den hilfsbereiten WG-Gründe? Für viele Fans wohl kaum vorstellbar. Auch die Macher des Erfolgsformats dürften heute sehr froh darüber sein, Lutz damals entdeckt und engagiert zu haben. Minus. Allerdings zunächst in einem anderen Format, das ebenfalls auf RTL 2 zu sehen gewesen ist. Als Lutz 2011 ans Set von Berlin, Tag Nacht kam, hatte der Naumburger schon erste Fernseherfahrung. Ich habe damals bei X-Diaries gedreht in Rimini, da habe ich bereits einen Joe gespielt. Der ist Motorrad gefahren und hatte eine kleine Werkstatt, verrät Lutz auf Nachfrage von Promi Flash. Sein Rollendebüt im Script-Reality-Format gleicht seinem jetzigen Soap. Charakter enorm, schließlich betreibt auch TV-Hauptstädter Joe inzwischen wieder einen Reparaturservice-Minus. Und seine Leidenschaft für motorisierte Zweisitzer ist auch immer mal wieder Thema. Doch nicht nur Lutz konnte mit seinem Auftritt bei X-Diaries die BTN-Produzenten von sich überzeugen, auch andere heutige Soap. Stars wie Saskia bei X-32, die jahrelang die Rolle der Alina spielte, oder auch Falco Ochsenknecht, 36, alias Ole, wurden im Rahmen der damaligen Doku-Soap entdeckt. Es wurde dann eine Pilotfolge gedreht. So ging das damals los, erinnert sich Lutz.